Frau Stibbe, der Büchersommer ist hier in Goslar jetzt vorbei. Was ist denn Ihr Lieblingsbuch gewesen? Natürlich der Roman von Graeme Simpson und Anne Bewes, Zum Glück gibt es Umwege. Es geht auf den Jakobsweg. Die Protagonisten sind Zoe und Martin. Zoe kommt aus Kalifornien, ist Yoga-Expertin und vollkommen unbedarft, was den Jakobsweg angeht. Im Gegensatz zu Martin, ein Maschinenbauer, der eigentlich seinen Wanderkarren ausprobieren möchte. Dieses Paar ist originell, es macht viel Spaß zu lesen und ist ein herrlicher Sommerroman. Mein Lieblingsbuch von diesem Frühjahr war Im Freibad von Libby Page. Und zwar nicht nur, weil es wirklich ins Nass einlädt, sondern die Frauenfreundschaft zwischen Rosemary, einer alten Witwe, und der jungen Kate hat mich unglaublich begeistert. Das Buch handelt davon, ein Freibad zu retten, das für beide Frauen ganz, ganz wichtig ist in ihrem Leben. Es geht wirklich darum, zieht unserem Freibad bitte nicht den Stöpsel, wir brauchen es noch. Und es hat mich einfach berührt und amüsiert, weswegen es ein super Sommerbuch geworden ist.